So Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Wir haben wieder Strixhaven. Diesmal mit einer wunderschönen Mathematikerin hier vorne drauf. Gucken wir uns doch mal an, was die Akademie der Magier uns zu bieten hat. Das neue Ravnica sozusagen. Wir haben aufregende Entdeckungen, zwei Mana-Hexerei, wir halten zwei Lebenspunkte und wir können zwei Karten abwerfen, falls wir dies zuziehen mit drei Karten. Nicht schlecht. Verwesendes Karok, 4 Mana 3-3, Trampelschaden, Lifelink, Zombie-Krokodil. Nice. Blütenwelk, Campus, kommt getapptes Spiel für ein schwarzes oder ein grünes Tappen. Und für 4 Mana Tappen können wir Hellsicht 1 anwenden. Skurrid-Kolonie. Eichhörnchen. 202-2 Reichweite. Wir halten das Ding halt +2/+2, solange wir 8 oder mehr Länder kontrollieren. Eichhörnchen. Hässliche Eichhörnchen. Wasserfall, Luftakrobat, 4 Mana 3-1 fliegend. Abwehr 2. Sie haben Wort echt mit Abwehr übersetzt. Wow. Wow. Immer wenn diese Kreatur Ziel von deiner Zauberspruch oder einer Fähigkeit wird, die der Gegner kontrolliert, wird es gekontert, ist seine Wertschätzung als 2 Mana. Warnung der Professorin. Ein schwarzes Mana Spontanzauber. Wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Oder eine Kreatur hält Unzerstörbarkeit bis meines Zuges. Okay. Zeitloser Hüter. 2 Mana. Geistsoldat 1/4. Wunderschönes Artwork. Wunderschön. Begeistertes Studium. Yes. War ich auch mal. 3 Mana Spontanzauber. Eine Kreatur kriegt +3/+1 und Trampelschaden bis meines Zuges. Und wir lernen eine Lektion. Zu teuer, einfach zu teuer. Aber hier ist die Lektion, die wir lernen können. Geisterbeschwörung. 3 Mana, wir kriegen Hexerei, wir kriegen einen 3-2 rot-weißen Kreaturen-Geisterspielstein. Okay. Verschneiter Tag. 6 Mana Spontanzauber, wir tappen 2 Kreaturen unserer Wahl, die enttappen nicht während des Entapp-Segments und ziehen dann 2 Karten und werfen dann eine Karte ab. Boah, ist die Karte teuer. Heimliche Verabredung, wow. 3 Mana, du und ein Gegner deiner Wahl ziehen je 3 Karten. Das ist eine Silverquill, das ist eine Kundwort. Ja, die 5 Fakultäten von Strixhaven pflegen ihre Rivalitäten, doch manche Bande überwinden alle Barrieren. Warum muss die Karte so bad sein? Weil sie weiß es. Speer der Sterblichkeit. 4 Mana Spontanzauber kostet 2 Mana weniger, falls wir in diesem Zug Lebenspunkte erhalten haben. Wir zerstören eine bleibende Karte, die kein Land ist. Uff, okay, wow, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und unsere Rare ist Shale, Dekanin der Ausstrahlung. 2 Mana 1-1, fliegend Wassergehalt, tappen. Wir legen auf jede Kreatur, die in diesem Zug und unter Kontrolle ins Spiel kommt, ist 1/+1/+1 Marke. Und wir haben auf der anderen Seite Ambrose, Dekan der Schatten. 4 Mana 4-4, tappen. Wir legen 1/+1/1 Marke auf jede andere, auf eine andere Kreatur unserer Wahl und fügen dann jeder Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrolliert, mit 1/+1/1 Marke stirbt, ziehen wir eine Karte. Das heißt, wir können praktisch tappen, draw a card. Das ist nicht schlecht. Und wir haben Funkenraub. Spark. Die Spark. Ein schwarzes, ein weißes. Schicken wir eine bleibende Karte mit Mana-Betrag 4 oder weniger ins Exil. Und ja. Okay. Das ist alles. Krass. Und, oh mein Gott. Ich war gerade so in Gedanken. Schmerzvolle Reue in Foil. Das ist ein Foil von Mystical Archives. 2 Mana Hexerei. Ein Gegner unserer Wahl zeigt die Karten in seiner Hand offen vor. Wir bestimmen entweder eine Nichtlandkarte von der Hand oder eine Karte von Friedhof und schicken diese Karte dann ins Exil und verlieren einen Lebenspunkt. Cool, 2 davon. Nice. Und wir haben dann 4 Elementarwesen. Hammer. Ja, das war das Booster. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss mal gerade gucken, was gerade bei mir los war. Bis dahin, euer Black Sail. Ciao, ciao.